Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Terrain. Damit ein wunderschönen guten Tag. Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Terrain Rain. In der letzten Folge haben wir mit Flo wieder mal ein bisschen Lebensweisheiten und so besprochen. Ich bin in diese komische kleine Grube hier reingefahren. Oh ja, und wir haben Straßenschilder. Genau, und wir haben den ersten Drift gemacht im Regen. Wir hatten da ein bisschen Wetterbedingungen. Ich muss schon sagen, Flo, diese eine kleine Kurve, die wir hier gemacht haben, die war schon krass. Also irgendwie ist sie krass. Das sind Straßenschilder. Ja, also ich muss schon sagen, unbedingt zugelassen ist, ist fragwürdig. Bist du dir eigentlich sicher, dass Straßenschilder wirklich so angepasst werden müssen? Wobei, du hast es eigentlich ganz gut gemacht mit den X-Zeichen da. Warte, ich habe eine Idee, was wir noch machen können. Wir können ja eigentlich diese Dings, die Hütchen, die ich da hatte, eigentlich nochmal benutzen, ne? Und dann nochmal vielleicht so in diesem Kreis noch ein bisschen was machen, warte? Ich hab ja, du schau mal, was du mit dem Kreis machen kannst. Und ich crafte inzwischen ein paar Random Dungeons für heute. Oh ja, denn wir machen nämlich heute ein paar Random Dungeons und wir werden nämlich heute noch ein paar Leute einladen müssen, weil wir brauchen natürlich noch Leute, denen wir Einladungen übergeben müssen, ne? Darum die Module die Einladung nachher noch schreiben. Stimmt, wir müssen noch Einladungen schreiben. Oh Mann, Alter, ich glaube, ich hatte doch ein Buch oder sowas bei mir. Doch, Tatsache, hier, easy. Wir haben doch so mega viele Bücher. Wir haben diese ganzen Osten-Holzkopf-Bücher. So, was schreiben wir da rein, Flo? Wie laden wir die Leute ein? Wen laden wir überhaupt ein? Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, auf jeden Fall Bulbo. Bulbo auf jeden Fall, okay. Emma. Mhm. Emma, genau. Vanessa wahrscheinlich nicht, die sagt, was ist das für ein Müll? Ja, Vanessa beschwert sich sowieso die ganze Zeit. Wir müssen wirklich Leute einladen, wo wir wirklich davon ausgehen können, Gonzales? Die kommen. Stimmt, Gonzales können wir noch einladen, das ist gut. Warte mal, wen laden wir als erstes ein? Wollen wir Emma einladen als erstes? Ja, go. Okay, das heißt, wir schreiben Emma einen Brief. Hallo Emma. Warte mal, Emma mit zwei M oder mit einem? Aber warte mal, wir haben nur zwei Slots. Wir müssen dann einen Slot noch dazu bauen. Das ist stimmt. Egal, Bulbo kriegt einen Superstart, weil er irgendwie zu duselig ist. Ja, dafür wäre ich auch. So, das heißt Emma mit zwei M oder mit einem M? Mit zwei. Hallo Emma. Wir sind's. Deine Helden von YouTube. Lol, Roman, in deinem Fluss ist einfach mal ein Loch, wo man aufgesaugt werden kann. Hä, echt jetzt? Das ist Schwierigkeitsgrad erhöht. Okay, passt. Flo. So, Flo, du musst übrigens noch mal gleich zum Anfang kommen und ich muss dir eine kleine Abkürzung zeigen. Es gibt nämlich eine Abkürzung. Warte, ich grab noch hier kurz die Bäume weg. Okay, mach das ruhig. So, das heißt, ich schreibe schon mal weiter. Hallo Emma, wir sind deine Helden von YouTube. Wir laden dich zu einem. Roman, die kennen uns nicht von YouTube. Die kennen uns von Dings, wie heißt es? Spellstorm. Stimmt, von Spellstorm. Hallo Emma, wir sind deine Helden von Spellstorm, von YouTube. wir laden dich zu unserem zweiten großen Turnier ein. Kennst du dich mit Rennen aus? Nein? Wir auch nicht. Also, so geht das. Kein Keine Bange. Problem und Bange. So, damit der Flo auch zufrieden ist. Schnapp dir einfach ein Auto und komm bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dein Was mit Termin? Erscheinen. Wann ist der Termin? Wo wohnen wir eigentlich? In ungefähr, ich weiß nicht, sagen wir ungefähr in einem Monat oder so? In circa einem Monat ist das Rennen. So. Und in welcher Straße wohnen wir eigentlich? Brennender Weg war nicht mehr. Wir wohnen jetzt gerade im Blumengarten Blumenweg. 44. Blumen, genau, der Blumenweg 44 kannst du uns finden. So, sign Arisa HD, Einladung nice. Emma. Sign and close. Okay, ich hab die Einladung geschrieben. Okay, perfekt. Warte mal, komm nochmal kurz zum Eingang und ich muss dir dann nochmal kurz zeigen, wo wir die Abkürzung hinbauen können, weil es gibt nämlich einen richtig geilen Ort, wo wir eine Abkürzung hinbauen können, die ein bisschen kompliziert. Hier ist ein Zombie, der irgendwie weiß ist. Wieso ist denn der weiß? Was ist mit dem Zombie ein los? Ein Herobrine-Zombie? Weiß ich nicht. Wie sieht ein Herobrine-Zombie aus, Flo? Ja, das war Sorgen. Nein, der hat keine weißen Augen. Das ist ein Zombie-Paar. Ein Zombie-Paar? Ein Zombie-Dad. Ein Zombie-Dad. Okay, ich habe den jetzt einfach mal getötet. Pass auf, guck mal, wo wir unsere Abkürzung hinbauen können. Einfach, boom, und hier links. Ach so, warte. Wäre das nicht cool? Roman. Das ist so eine Ablenkung, ja? Die denken, das ist eine Abkürzung, aber das ist eigentlich nur eine Höhle. Stimmt, warte mal, ich habe eine Idee. Oh mein Gott, das ist wirklich eine geile Abkürzung. Meine ich ja, that's what I mean there. Wir könnten, ich habe eine Idee, wie wir das machen können. Wollen wir vielleicht hier so einen kleinen Fluss hinbauen, beziehungsweise so Wasser hinbauen, damit die nicht denken, dass man da reinfahren kann, aber dabei ist das eine Abkürzung. Wir müssen unbedingt den Stream machen, da können wir das alles. Das wäre eine echt gute Idee. Hast du aber auf jeden Fall schon solche Spawn-Dinger gebaut, damit wir gleich loslegen können, Flo? Warte. Ja, vorbereitet. Geh du schon mal in die Regenbogenwelt. Yo, nehmen wir einfach wieder eine Regenbogen-Ameise, Flo. Rain, bam, ja.
Die Rainbow, was heißt Ameise auf Englisch, Flo? Ant. Ah, die Rainbow Ant. Warte, ah, ich kann sie nicht erwischen. Komm her, Rainbow Ant. Warte, da darf man ja kein Schwert in die Hand nehmen, ne? Ganz vergessen, da muss man ja mit der blanken Hand draufklicken. Da haben die sonst Angst. Die armen kleinen Ameisen haben sonst Angst. Warte mal, ich muss mal nur kurz gucken, ne? Dass hier, warte mal, ich sollte eigentlich mal so ein paar Karotten mitnehmen. Sind das diese roten, nicht Karotten, sondern Karotten, ne? Ich meine die Kühe, weil die Kühe geben nämlich irgendwie was ganz Besonderes, diese roten hier. Warte mal, was geben die denn nochmal? Stimmt, Äpfel geben die, damit kannst du Äpfel farmen. Warte mal, du hast die Dinger doch in Gold, ne? Das ist so, dass die goldene Äpfel geben. In Gold, ja, habe ich. Der Castle 44, der holt sich halt alles in Gold, ne? Der ist, der weiß, wie es geht. Warte mal, ich möchte wieder meine... Stimmt, wir haben ja letztes Mal, wo wir bei Random Dungeons waren, haben wir diese Dinger gefunden. Wie heißen die? Was machst du? Alter, diese Spinne, diese riesige, die ist einfach so heftig. Die springt da einfach oben auf den Berg herum. Nein, so mächtig, Flo, nicht hässlich. Du darfst doch Tiere nicht beleidigen. Die sehen halt eben so aus, wie sie aussehen. Ja, ne, also die, für mich du sieht darfst die, nicht die, die ist froh, dass die hässlich ist. Also Spinnen müssen hässlich sein, damit ihre Gegner Angst kriegen. Flo, du bist mal wieder sehr unartig gegenüber Tieren. Ja, ja ich würde mal sagen, Roman, ja, nicht sagen! Roman, Challenge, bleib auf dem Teil stehen. Oh, bitte nett, warte. Nein, nicht Challenge. Mach du die Challenge doch, auf dem Ding stehen ich zu bleiben. Ich mach die Challenge auf jeden Fall nicht. Warte mal, gucken, was das spawnt. Oh, da hinten ist übrigens wieder so ein Coin. Wir müssen mal so ein Coin mitnehmen, Alter. Dann können wir die bei uns zu Hause aufstellen. Wäre das nicht cool, Mann? Wir müssen die Coin mal umtextieren. Das ist unsere eigene Coin. Ja, aber echt. Wow! Oh, hatten wir den nicht schon mal? Warte mal, was ist denn das? Warte, ich glaube, da können wir einfach kurz rangehen und dann... Oh, das sind... Oh, Flo! Oh, Flo, hol mich raus! Hol mich raus, bitte, ich sterbe! Flo, kannst du mich rausholen? Ja, ja, okay. Bist raus. What the fish? Wieso? Vielleicht sind 5 ein bisschen zu viel. Du hast... 5 auf einmal gesetzt? Ja, ich dachte so, mit Turbo. Wieso 5? Warte mal, oh nein. Ja, sind wieder Katzen drin. Oh, okay, ich möchte nicht zu den Katzen. Den hatten wir schon, Ja, den hatten wir schon. Ich meine, die Leute kennen das. Wir hatten den sogar bei Castle 44. Das heißt, ihr könnt euch das dort nochmal anschauen, falls ihr Bock auf schreiende Katzen habt. Okay, alright, okay. Wieso hast du auch 5 auf einmal gesetzt, Mann? Das Roman, ist so mega dumm. Dings, das ist Bonus. Natürlich, der Bonus ist das. Warte, ich muss hier kurz ein paar Sachen Bonuspunkte des SpongeBob. Bonuspunkte. Irgendwie so war das. Warte mal, stimmt, ich habe ja mein Schwert mit 19 Attack Damage. Das heißt, ich kann jetzt der mal braucht ziemlich lange. Ich glaube, da kommt was richtig Heftiges raus. Ich glaube, da bahnt sich was an, du. Warte, oh. Ich glaube, da... Das ist ja riesig, du. Oh, Mann, Alter. Warte mal, lass mal kurz reingehen. Glaubst du, wir schaffen das? Warte. Wow. Wow. Flo, und Geister. Flo, das ist ein fliegender Kürbis. Das ist ein Geister-Dungeon. Kürbis sind böse, damit ist es bewiesen. Flo, klatsch die Kürbisse weg, Mann. Warte. Ah, aufpassen. Oh, oh. Hörst du das? Ja, ich weiß. Hier, Roman, sind pinke Tools drin. Willst du ein paar von denen? Ja, warte. Ja, das meinst, das meinst, das meinst. Was hast du gefunden? Nein, das gehört mir, das gehört mir. Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Ne, kriegst du nicht. Zeig, was du gefunden hast. Ich möchte nur sehen, was du gefunden hast. Was hab ich gemacht? Weiß ich nicht. Lol, bei mir hat gerade. Bin mir das Ding-Dong gemacht. Ich hab ein Loot-Pad. Bonus Drops from Mobs and Mining. Dubstep-Pad. Dubstep-Pad. Roman, ich will tauschen. Haus-Pad ist übelst unnötig. Favorite Food, Diamond Nugget. Lol. Pinke Items. Cool. Roman, ich nehm's zurück. Mein Haus-Pad ist übelst unnötig. Das portet mich immer zum Spawn-Point. Ich hab aber schon Warp-Book. Hier sind Crystal-Torten. Nö, brauche ich nicht. Das kannst du selber behalten. Flo, mich greift ein komischer Kreis an. Komischer Kreis. Doch, da ist... Jetzt hab ich ihn gehört. Ich hab ihn kaputt gemacht. Flo, warte mal, ich hab voll viele Pets bekommen. Ich mach jetzt die Challenge. Warte mal, ich hab hier auch Crystal Torches. Oh, ich hab die Challenge geschafft, Roman, ich hab Challenge geschafft. Flo, guck mal. Alter, was hast du denn da jetzt hin? Das ist ein Squid Dungeon, wo einfach nur kleine, süße Squids unterwegs sind. Und ein Frosch. Guck mal, da ist der Frosch gerade eben runtergesprungen. Das ist die Baby-Squid. Flo, ich hab ein Dubstep-Pad, Mann. Mach das mal. Warte, wollen wir uns Dubstep-Musik anhören? Warte. Ich will mir Dubstep-Musik. LOL. Warte, ich muss lauter machen. Yeah. Ja, yeah, dance up. Yeah. Nochmal. Yeah. Flo, hol den Krampf. Komm schon, Flo, du musst die Musik... Ich mach jetzt meine Sensitivity auf Ultra. Du musst die Musik spüren, Flo. Komm, zeig, was du kannst. Dance richtig ab, Flo. Zeig... Warte. Mehr geht nicht, das ist der letzte Play, den er drauf hat. Danach ist er jetzt aus. Ich muss schon sagen, da wird mir echt ganz schön schwindelig von. Wollen wir irgendwie auch zu Emma gehen? Alter, Vater, ich muss schon sagen, so von diesem ganzen Dubstep-Tanz. Challenge. Was? Willst, okay, du bleibst drauf stehen. Okay, ich sieh's mal. Oh Gott, Flo, bitte, schau zu, dass du einen Goldapfel oder sowas gleichzeitig dabei hast. Ich hab, okay. Flo, mach die Tempe.
ist die Damage Challenge? Ich bin die Melone. Oh, der braucht ziemlich lange. Das heißt, okay, ihr dürft eure Wetten absetzen. Wird es Castle 44 schaffen, diese Dungeon Spawn zu überleben? Flo, ich rette dich! Ich rette dich! Ich hol dich da raus! Lol, Alter, du hast einen Stinkkäfer-Dungeon bekommen. Nee, das ist ein Drachen-Dungeon. Das ist ein Stinkkäfer-Dungeon. Ja, Stinkkäfer-Spawner ja drin. Ja, lol, Alter. Das heißt, guck mal, das. Doch, guck mal, hier sind Stinkkäfer-Dings. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt duschen hier über dem Squid und dann gehen wir zu Emma. Ja, dafür will ich auch. Geh mal heim. Ich würde mal, ja, kurz Dusche gehen, kurz im Wasser Dusche gehen. Holst du da die Sachen raus, die du da hast, Flo? Easy. Und ich gehe schon mal heim. Ich bin der Erste. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen duschen. Erstmal ein bisschen Dusche und natürlich das. Flo, du hast den Dirtblock wieder bei mir ins Wohnzimmer reinplatziert. Mann, ja, sowas macht man. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin gar nicht mehr 45. Flo, du bist ein Arsch. Sowas macht man nicht. Wo sind die Ameisen? Ah. Aber ich hab Warpbook. Ups. Warte, ich muss hier gerade eben noch ein bisschen. Mann, ich habe viel zu viele Haustiere bei mir dabei. Flo, du hast mein ganzes Inventar mit Haustieren vollgemüllt, sodass ich nur noch mit Haustieren herumlaufe. Ja, man, bau den doch ab. Bist du dumm? Ja, bist du dumm? Du bist dumm. Aber oh, was? Mann. Was? Würdest du tun, wenn ich jetzt einen random Dungeon hier in deinem Haus baue? Warte mal, ich weiß, was ich da tun werde. Einen Moment, Flo. Ich zeig dir sogar sehr genau, was ich da tun werde. Mist, wo? Warte mal, doch, da hab ich's. Und zwar gehen wir jetzt einfach in dein Haus und dann zeig ich dir einfach mal, was ich. Ich zeig dir einfach mal, was ich von dir halte. Was machst du? Roman! Flo, also, ich kann mich in deinem Haus kaum mehr aufhalten, weil dort ich es ein bisschen, naja, ich sag, ein bisschen stinkig ist es dort drin. Flo, nein, hör auf! Nimm mindestens die Tür! Nein, Flo! Mach das weg! Aha, also so willst du. Alter, Flo, ist es gerade dein Ernst? Flo? Flo? Okay, okay. Ich möchte nur sagen, mit meinem Stab kann ich deine Kisten bewegen. Okay, Aerosol, ich kann deine Kisten bewegen. Okay, okay. Da, zack. Ich wollte mir, weißt du, wenn du dich mit mir anlegst, dann werde ich deine Kisten umplatzieren. Ja, da bin ich mal nicht so. Ich bin ja gar so viel. Ich hab den auch schon gecraftet, den du hast. Ja, hast du den auch gecraftet? Ja, Flo, wir können auch hier gerne unsere ganze Welt aufsprengen. So, wir gehen jetzt mal zu Emma, Mann. Alter, Flo, das kannst du doch nicht sein. Wir brauchen eine Emma in unserem Leben, die unsere was ist die Mehrzahl von Streit? Streits. Unseren Streit? Ein Streit? Mehrere Streits. Was ist die Mehrzahl von Streit? Streits. Hey, schreibt uns mal gerne in die Kommentare, was die Mehrzahl von Streit ist, weil wir kennen nur Streit. Stopp, hey, Streit. Es gibt nur Streit. Streit. Ich habe mehrere Streit mit meinem Kumpel. Das ist nicht richtig Chaos auf 44. Warte mal. Ich habe Style und das Geld. Kommst du mit, okay. Flo? Ich bin jetzt schon fast bei Emma. Im Fluss. Also, ich bin schon bei Emma. Ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich chill hier schon bei Emma. Hä, ich stehe direkt vor der Haustür und die Tür steht sogar offen. Tippe dich einfach. Oh, Castle 44, das kannst du nicht sein. Wo bist du? Ich schaue schon die ganze Zeit in den tiefen Wald, ja, und da sehe ich ihn. Den Chaos Lahmarsch 44. Ich glaube, es ist nicht zu Hause, oder? Chaos Lahmarsch 44, das ist jetzt dein neuer Spitzname, Flo. Hallo? Vanni? Hallo! Ich bin übrigens letztens so aufgeregt, dass ich Vanni gesagt habe, deswegen sage ich das nochmal. Echt jetzt? Glaubst du, die ist da? Weil die Tür steht nämlich offen. Wir sind. Is it me, you? Hallo. Oh, Emma ist da. Wer echt jetzt? Oh, Tatsache, Emma! Oh, Mann, du Spanner, nicht rein! Hi, Emma! Nein, die zieht sich doch sowieso gerade nicht um, die Tür ist doch offen, Mann. Spanner! Ha, das stimmt gar nicht! Das ist überhaupt. Das sind Behauptungen, die wir hier nicht aufstellen, du. Oh. Hallo, Emma! Hi, Emma! Hallo, Emma! Oh, Mann, hast du die Emma hast du mit, oder? Ihr seid's? Ja! Wir sind's. Was ist los, Flo? Ja, klar habe ich die Einladung dabei. Hier, willst du nochmal kurz lesen? Da steht sogar drin. Oh. Hallo, Emma. Wir sind's, deine Helden von Spellstorm. Wir laden dich zu unserem zweiten großen Turnier ein. Kennst du dich mit Rennen aus? Nein, wir auch nicht. Also kein Problem und bange. Schnapp dir einfach ein Auto und komm bei uns vorbei. Wir freuen uns auf deine Erscheinung in circa einem Monat. Hier deine Einladung. Wir veranstalten ein Rennen und du bist eingeladen. Sowas wie ein Kindergeburtstag. Verstehst du? Oh Mann, wie ist das ein Kindergeburtstag? Nur mit Rennen und Benzin.
Also ich persönlich fahre mit meinem bei meinem Kindergeburtstag auch mit einer McLaren F1 rum. Ja, ich persönlich fahre auch die ganze Zeit mit meinem Peugeot 8 PS herum, ja, der 8 PS hat und super schnell ist. Ja, mit dem fahre ich auch in meinem Kindergeburtstag immer herum. Mann, ich muss mein Dubstep-Pad wieder füttern, ich möchte Musik hören. Aber der ist hungrig. Was will das? Weiß ich nicht, warte mal, ich muss kurz, Favorite Food, Noteblock, der isst Noteblock. Macht Sinn. OMG, ja, ich will teilnehmen. Lol, okay, das heißt, okay, du brauchst aber ein Auto. Es kann, also es ist nicht schlimm, wenn du ein Golf oder so hast. Weil schon, vier Räder, Motor und so. Es geht nur ums Dabeisein. Also ist nicht schlimm, falls du schlecht bist. Hast du einen Golf? Ja, Vanessa hat mir letztens ein Auto geschenkt. Wollt ihr es sehen? Ja, gerne. Was für eines? Also jetzt ist nicht schlimm, falls du schlecht bist. Lol, Roman! Warte mal, glaubst du, die hat so ein Girly-Auto? Aber es sieht nicht gut aus und ist sehr alt. Das ist nicht schlimm. Es geht um den Spaß. So sieht's aus. Hoffentlich. Dann folgt mir. Okay. So, Flo. Was glaubst du, was hat die? Hat die so einen Golf? So einen alten? So irgendwie eine Liter Maschine mit 70 so PS oder so? Oh, Leute, die hat eine pinke Garage. Alter, wie cool ist das denn? Na, dann zeig mal. Ja, jetzt sehen wir auch gleich den mächtigen Golf von Emma. Ich bin die Emma und ich fahre einen Golf. Lol, was ist das? Alter, Vater, ich habe noch nie so eine Mädchengarage gesehen. Alter Vater. Roman, das ist ein Lamborghini, das ist kein... Alter, die fährt ein Lamborghini. Du fährst ein Lambo? Das ist leider nur 20 km/h Höchstgeschwindigkeit. warte mal, ist das Auto gedrosselt? Leute, die wahrscheinlich hat Vanessa hier so einen kleinen Mädchenwagen gegeben, damit Alter, die ja nicht kaputt fährt. Aber ist, ey, ich glaube, die kann damit bestimmt nur den Rückwärtsgang einlegen. Vanessa meinte, das sei ein alter Renault Twingo. Nicht ganz, Emma. Das ist ein 200.000 € Auto. Also, etwas teurer. Oha, echt? Ja, das ist, oh lol, habe ich irgendwie Millionen geschrieben? Nee, ich habe 200.000 geschrieben. Okay, kennst du dich gut mit Autos aus? Ja, ein bisschen. Ich fahre einen Peugeot. Wie schreibt man Peugeot? Peugeot. Also, ich fahre einen Peugeot, genau. So? Ja, ne? Ja, richtig einen, cool. Einen Peugeot, ich glaube ja, Peugeot, super, hyper, duper. Nein, ich glaube, Peugeot schreibt man anders. Das schreibt man doch so, oder? Peugeot, so schreibt mit man mit zweimal E. Ja, genau, meine ich ja. Das sind immer diese... Ist Peugeot von den Franzosen? Ist das von den Franzosen? Nee, von den Amerikanern, glaube ich, oder? Na, Oder? Warte mal, Peugeot, ja, google mal kurz. Aber eins muss ich euch sagen. Ich bin erst Fahranfängerin. Ach so, Flo... Warte mal, Flo doch, auch. Frank, ich hast recht. Ich habe es mit dem anderen verwechselt. Er hat auch erst seit neuestem Aber seinen parken schon vier Straßenschilder Führerschein. Lol. Haben beim Parken schon vier Straßen, lol. Hoffentlich ist das nicht schlimm. Nein. Flo ist auch richtig schlecht. Flo, ich hab dich lieb. Lol, oh Mann, ich bin nicht schlecht. Baust du hier Dings auf ein Straßenschild extra für Emma? Was für ein Straßenschild suchst du? Geht nicht noch weniger? Weil die hat nämlich eine Drosselung von 25, glaube ich, oder? Was hat die geschrieben? Noch weniger. Geht noch weniger? Das wäre so mega lustig, wenn 5 km/h oder so gehen würde. So viel fährt das Auto nicht. Flo, so viel fährt das Auto nicht. Du musst Speedlimit 10. Oh mein Gott, das ist genial. Das ist perfekt. So. Was ist eigentlich der Schalter im Auto? Das ist wahrscheinlich der Sportmodus. Oh, sie hat den Sportmodus im Auto. Ich möchte mich mal in ihren Lambo setzen. Boah, Alter, der ist geil. Alter, der ist voll geräumig, Flo. Ich muss schon sagen, der passt. Roman, ne? Setz dich nicht ohne irgendwie zu fragen in andere Autos. Es tut mir leid. Neben der Bremse und dem Gaspedal, was ist das? Das ist die Kupplung, Emma. Die musst du drücken. Die fährt nur im ersten Gang. Mit Handbremse. Und deswegen ist die auf 20. Oh. Mit Handbremse. Du fährst 25 km/h im ersten Gang und in Handbremse.
Flo, ich glaube, die fährt doch nicht nur 25 km/h mit dem Auto. Ich glaube, die hat schon ein paar. Ich glaube. Naja, egal. Gang hat mein Auto, Gänge. Ja, schau dir mal ein Tutorial an. jedenfalls, lies die Einladung und wir sehen uns am Rennen. So, und dann hätten wir das ja auch, glaube ich, schon geschafft. Flo, damit haben wir es mal wieder geschafft. Wir haben jemanden eingeladen zu einem Rennen. Sag mal, kannst du irgendwie Ameisen spawnen oder sowas? Ich werde da sein, versprochen. Okay, bis später. Okay, ciao. Easy peasy. Okay. Zu mir und ciao. Das heißt, wir haben die gute alte Emma jetzt eingeladen. Das heißt, wir haben jetzt den ersten Teilnehmer bei unserem Rennen gefunden. Wir haben herausgefunden, dass Emma 25 km/h mit ihrem Lamborghini Aventador fährt. Hallo, im ersten Gang. Ich muss meinen... Leute, wer kraft dich? Die Ameise. Ja, die Ameise. Ich bin hier irgendwie ein bisschen verflucht, du. Ja, das ist auch in echt so, wenn du im Busch rumkletterst. Alter, Flo, die fährt 25 km/h im ersten Gang mit Handbremse. Das ist ein bisschen hart. Naja, jedenfalls haben wir jetzt den ersten Teilnehmer gefunden. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn wir bei Flo den nächsten Teilnehmer suchen. Haut rein, Leute. Tschüss.